So, Hallöchen und herzlich willkommen zum letzten Part des Dark Souls 1 Remaster Let's Plays. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, wir sind hier wieder am Finstermondgrab in Anolondo. Und hey, die Fenster oben schauen echt gut aus. Das haben sie gut hinbekommen. Und sie sind nicht mal viel verpixelt. Respekt. Ja, wir haben ja in den Katakomben hier so einen tollen Ring gefunden, und zwar diesen Finstermond-Seance-Ring. Ja, das ist der hier. Damit verschwindet die Statue hier. Ja, die ist nicht wie in Dark Souls 3 zum Draufprügeln. Und den braucht man jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. Deswegen ziehe ich den jetzt auch wieder aus. Und... This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the Dark Sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Toller Teppich. O disciple of the Dark Sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Ja, ja. Warum denn auch nicht, ne? Finstermond Klingenring, damit kann man zum PvP gerufen werden, und der blaue Augapfel. Ja, das ist einfach nochmal, um nochmal separat überall PvP machen zu können, in dem Eid halt. Very well. Now thou art a blade of the dark moon, hunteth the enemies of the lords by the power of the dark sun. Genau, und da gehen wir doch gleich mal 10 Stück ab. Ching. Tja, was machen wir jetzt, Maya? Hm? Was machen wir jetzt? Weiß ganz genau, was wir jetzt machen, ne? Wir machen jetzt diesen Halt-Typen platt. Richtig? Ach komm, du weißt es doch. Allerdings. Allerdings. Also, na dann schenken wir mal das Grab. What foolishness! Why would a blade of the dark moon trespasseth upon the great lord's tomb? Mark the words of mine self, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. Musst es ja ganz schön nötig haben, deinen Namen selbst immer und immer wieder zu erwähnen. Merkt mir meine Worte von Gwyndolin. Ja, dritte Person und so, ne? Einsamer Ladyboy-Junge, du. Kannst du dir deine Scheiße casten? Bin auf dem Weg, um dich zu töten. Fast tot. Oh. Hey, ja, aua. Nein, das machen wir nicht. Ich bin schon da. Zack. Oh, heretic, swathed in dark, an eternal curse upon thee. Ja, ja, ja. Du mich auch. Übrigens, man kann das Ende dieses Ganges erreichen. Man muss nur eine Stunde konstant durchlaufen. Nein, das ist nicht gelogen, das ist echt die Wahrheit. Man muss eine Stunde konstant hier durchrennen und dann kommt man wirklich an das Ende dieses Ganges hier. Oder man tötet ihn einfach. Dann spart man sich das natürlich. Und hey, man kann das sogar irgendwie durchschauen. Schick. Da wäre es dann wiederum interessant, wie sich die Außenfassade hier ändert, wenn man im Bosskampf noch ist. Ob man dann irgendwie jenseits von Anolondo irgendwie ist oder keine Ahnung. Wäre mal ganz interessant zu sehen. Egal.
So. Wenn sich einer fragt, was ursprünglich mal in dieser Kiste hier war, ne? In der hier. Da ist das Rüstungsset drin gewesen von dieser Feuerhüterin in Anor Londo. Die so schrecklich entstellt. Halt, nein, das ist hier. Was war denn da dann drin? Ich wusste das doch mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also Moment, Sonnenlichtschwert, dann war da die Rüstung. Hat man die nicht... Ich hätte gedacht, man bekommt die, wenn man sie killt. Ach, egal. Was war denn dann da drin? Ach, bestimmt das da. Finstermondschwert, weil würde ja Sinn machen, wenn da Sonnenlichtschwert ist, dann Finstermondschwert. Okay. Bestimmt. Naja, egal. Hätte echt schwören können, man bekommt das Set, wenn man sie killt. Naja. Naja, gut. Dann haben wir den auch. Machen wir denn jetzt? Auf Level 100. Wollen wir wirklich in Level 101 hier raus? Das ist ein blödes Level, um das Spiel zu beenden. Ja, Resistance machen wir ganz bestimmt nicht. Intelligenz noch? Ich meine, 16, das ist schon mal mehr wie sonst, ne? Das ist schon mal deutlich mehr. Ja, lieber ein bisschen mehr Grundi. Ja, Anor Londo. Wir holen uns eine Feuerhüterseele ab, weil ich meine, die mag uns ja jetzt nicht mehr, weil wir haben ihren Chef, den Ladyboy, gekillt. Ihr Ketzer, wie könnt ihr nur? Lol, wolltest du was casten? Hat sich geklappt, hm? Ja, ne? Blöd, wenn die Bugs des Spiels auf den NPC sogar funktionieren. Nein, 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 nicht diese Frau ist eine Gefahr. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nicht diese Frau ist eine Gefahr, sondern eigentlich das Spiel, weil das Spiel hat ja gerade unterschlagen, dass du deinen eigenen Zauber wirkst. Also deswegen bitte nicht mir ankreiden, sondern deine eigene Dummheit. So, da haben wir das hier. Jetzt teleportieren wir uns zum Feuerwandschrein. Feuerwandschrein. Und jetzt müsste ich mal überlegen. Habe ich davon nicht noch eine bessere Version? Moment kurz. Wohl nicht. Hätte ich gedacht. Naja, egal. Und wie ich das sein könnte. Hi, Patches. Na? Oh, we meet again. How many of you are there? You've come at the perfect time. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now. And wondrous treasures have I. At a special price for you. There you are. Have a nice look at them. Oh, relax. No more funny business out of me, my friend. Oh. Voll gut. Jetzt verkauft er ein Auge des Todes. Jetzt wurden die tot. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Boah. Die Rundachse hätte ich eigentlich schon gerne gehabt. Boah. Das Kleriker-Set und die Masken hier sind eigentlich alle ganz cool. Wie teuer sind die? Naja. Würde schon gehen, ne? Ja, ich muss mal kurz zum nächsten Geldautomaten. Muss mal hier was abheben. Ich bin gleich wieder da. Sekunde.
Deswegen habe ich gerne immer Seelen auf Tasche. Für solche Momente wie jetzt. Dann kann man sich da noch was gönnen. Also die hätte ich gerne. Gib mir. Gib mir. Ups. Ich dachte der... Ach egal. Jetzt habe ich die Maske des Vaters zweimal toll. Habt's auch schon mal das hier? How is it? Fine stuff. You sorry fool. You could not be the chosen. Lustig. Naja. Bodenlose Küste. Habe ich ja alle Masken jetzt, ne? Die sogar zweimal toll. Leroy ist das bräunig. Aber Joe, du hast jetzt keine einzige Bosswaffe geschmiedet. Ich weiß, weil ich sie nicht brauche. Kein Interesse an sowas, wenn ich ehrlich bin. Die sind alle nicht so pralle. Ja, aber ich habe doch das ganze Schwert mit dem Fjordenschwert durchgespielt. Ich finde das voll die tolle Waffe. Ja, das ist doch dann toll für dich, wenn du die Waffe so gerne hast. Du kannst mit dir gut spielen, dann ist doch das gut. Dann passt das doch. Ich hätte ja ganz gerne noch was gehabt, ne? Ich hätte ja ganz gerne noch was gehabt. Ach, verdammt. Ich könnte auch mal die ganzen Glutdinge abgeben. Ich habe die immer noch alle dabei. Naja, egal. Viel zu großer Umweg jetzt. Wir sind jetzt so weit. Ja. Übrigens, aus der Wächterseele kann man nichts schmieden. Seele des Mausoleums, wird umsteht das auch nur hier. Dann kann man einlösen für Seelen. Kann man machen, muss man nicht. Also weißt du, eigentlich ist ja die Maya nicht so eine, ne? Ich glaube, der Besuch wird dir nicht gefallen. Vor allem, wenn ich die Preise sehe. Ich habe das ja schon alles, also demnach. Ja, tut mir leid. Ja, den Elfenbeintalisman wollte ich unbedingt haben. Warum? Der ist besser, der hat ein besseres Scaling, soweit ich weiß. Ja. Hat zwar oben weniger Damage, man da schon bei Magiebonus, aber dafür ist einfach das Scaling besser und Scaling, ja, reißt dann schon raus und außerdem schaut das Ding irgendwie ein bisschen schicker aus. Ja, naja, eigentlich nicht. Gut, dann hätten wir das hier jetzt auch. Ich hätte sie vorher auslutschen können. Mist. Naja, egal. So, das wird noch nicht ganz hinhauen, ne? Von den Seelchen. You sorry fool. You couldn't be the chosen one. Ich kann schon mitsprechen, Hals, Maul, verflucht. Ja, ja, ich hätte noch Interesse an deinen Waren. Ich habe nämlich jetzt hier erst das hier. Ich möchte noch das da und das da. Gut, jetzt sind wir cool. How is it? Fine stuff, eh?
Oh ja, Mann, ey. Feiner Stoff, feiner Stoff. Be the chosen one. Bah, bah, bah. na, wo haben wir es denn? Nur für Protokoll und so, dass man das alles, alles haben. Wenn ich es dann nochmal finde. Wenn man überlegt, wie spät man eigentlich an dieses Set rankommt, ne? Ist ja Wahnsinn. Oh, und ihr entschuldigt mich kurz. Glaube gerade, der Postbote ist da. Eine Sekunde. So, hatte mich nicht geirrt. Optimal. Gut, war noch irgendwie was. Eine Sache könnte ich noch zeigen, weil es viele nicht wissen. Und ich meine, mein Gott, es passiert nicht mehr viel in dem Part. Deswegen, ja, zeige ich das halt eben mal nochmal. Oh, hi. Beste. Ich bin eidlos, gell? Ja. Eidlos. Was macht er denn jetzt? Ja, wir gehen nochmal kurz nach Neulunda, weil ich muss da noch was zeigen. Wie gesagt, da kann man etwas machen, das viele anscheinend gar nicht wissen. War auch überrascht, dass es, will ich einige wohl nicht wissen, dass es geht. Ja, voll die Folgenstreckung und so. Naja, man kann ja auch spulen, ne? Weil, was soll jetzt noch groß passieren in dem Part? Menschlich sind wir ja, ne? Ja. Und ne, eigentlich strecke ich nicht, sondern ich mache jetzt einfach nur noch alles das, was mir halt spontan einfällt, was man noch zeigen könnte. Weil wenn es durch ist, ist durch. Ich kann es ja nicht im Nachdenken nochmal zeigen. Das war ja in Dark Souls 1 so, wenn du durch warst, dann warst du durch. Oh, hey. Geil. Oder so. Naja, kann man schon immer brauchen. Zack. Zack. Noch was? Ne? Gut. Hi! Hallo, Kreischi. Kreischi mag uns nicht. So. Solange man verflucht ist, kann man nichts anderes auf sich casten. Auch interessant. Ja, und es stimmt. Ich. Wer hat's geschrieben? Ich hab's leider vergessen. Tut mir leid, aber ich hab's gelesen. Ich hab's gelesen. Wenn man verflucht ist, zählt das natürlich auch wie eine Art Wanderfluch. Nur, dass man halt wirklich verflucht ist. Wanderfluch ist ja nur so eine Art Scheinfluch. Dann kann man Geister natürlich auch beschädigen. Ich sehe deinen dummen Kopf. Ganz schön geizig heute. Die droppen einfach mal gar nichts. Na gut. Gehen wir hier mal hoch. Aua. 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 So, Ingvard. Tore sind auf. So will ich viel zu tun hast du ja nicht mehr, ne? Magnificent. You
defeated the four kings. Impressive, even for a bearer of the Lord Vessel. And with this, my purpose is exhausted. I have not seen the sun for a long time. Perhaps I could do with a change. Okay. Mag, I have but... Und das ist jetzt gerade der Punkt, den ich angesprochen habe. Sonst haben wir hier, glaube ich, alles. Dann hier so. Wieder zum Feuerband. War doch vor der Feuerbandstein, oder? Ich habe mich doch da hingesetzt. Na, ja, natürlich, aber die Kiste ausgeräumt, stimmt ja. Und der Punkt, den viele nicht wissen. Ja, wird mal Zeit für einen Wechsel, ne? Dann geht man hier durch und da steht er, der Ingvard. Hi. Oh, hello. The sunlight made me wince. But now I've come back to this dark hole. So what brings you here? I will help you in any way I can. Okay. Oh. Hello, what is it? I will help you in any way that I can. Ja, wenn man das gemacht hat, kann man ihn quasi hier einen Feuerbandschein holen und man kann sich hier halt immer von Fluch erlösen lassen und so weiter. Ansonsten müsste es das jetzt eigentlich im Großen gewesen sein. Oh, hello there. You've been a stranger these days. Why? What's spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Nein. I see. I suppose I was mistaken. In any case, I definitely trust you. Apologies, my friend. Forget that I said anything. Der freundlichste NPC ist bisher, soweit ich weiß, in allen Souls-Spielen mit. Er ist auch nicht mal böse, wenn ihr sagt nö. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Er sagt unbedingt nein. Würde dir ja sagen, würde er sich auf in den großen Sumpf machen. Und würde verrecken und zur Hülle werden. Und das will man bei dem netten Kerl einfach nicht, weil, hey. Müssen ja nicht alle, wo nett sind, draufgehen. So. Hinsetzen und wieder aufstehen. Okay, kann man mal machen. Dann mal auf. Ich mag diesen Übergang einfach hier. Viel schöner gemacht als in... Ja, ich weiß, ich merke ja schon über Dark Souls 3. Aber in Dark Souls 3 teleportierst du dich da einfach hin. Aber... Oh, die Texturen von denen wurden deutlich verbessert. Wahnsinn. Ernsthaft, schaut echt richtig gut aus. Damals waren die nicht so schön rausgearbeitet. In Dark Souls 3 teleportierst du dich hier einfach her. Muss ich zugeben, finde ich jetzt nicht so. Na, das ist jetzt... Ja. Der Ofen. Von Mauern umgeben. Und das hier ist der Ofen der ersten Flamme, den ich kennen mag. Und das in Dark Souls 3... Ergibt einfach keinen Sinn, es ist einfach ein Baumstumpf irgendwo. Finde ich voll schade. Was ist hier mit dem schönen Ort hier passiert? Mit diesem, ja, mit dem Kolosseum oder was das da ist. Und es ist so schön hier halt einfach alles. Fand ich ein bisschen schade. Ich mochte hier diesen Ofen. Autsch, in den Schritt. Aha,
hat der Silberstrahl dabei, nutzt ihn nicht, ne? Ja, dann komm mal hier. Hat ein bisschen was von dem Kolosseum von Olesil, wo man Arthur das bekämpft hat, also Ähnlichkeit. Nur dass es anscheinend kreisrund halt hier so nach oben noch so eine Treppe gegangen war und so. Ah, ich mag hier diesen Ofen einfach, das ist so schön. Hier auch mit diesen komischen Säulen da und so. Schön. Schade, dass das Gebiet so kurz ist. Hätte man ruhig ein bisschen größer machen können noch. Hätte ich mich gerne länger aufgehalten. Ja, und hier sind die schwarzen Ritter Respawner. Also heißt, hier kann man alle Waffen farmen und ganz easy die ganzen farbigen Brocken, die es halt gibt. Hier, schwarzer Ritterschild. Weiß nicht, ob ich den schon hatte, aber hey, jetzt habe ich ihn. Schwarzes Ritterset bekommt man hier. Und hier sind interessanterweise auch solche Wurzeln. Ja, ich schaue mir es nur in aller Ruhe mal an. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier war. Menschlich sind wir ja. Und da wir so Leas Quest dann das gute Ende quasi hatten, können wir ihn hier rufen. Und er kämpft dann mit uns gegen Quinn. Und ich hätte natürlich die Möglichkeit, ich könnte Quinn auf dem einfachen Weg machen, also sprich ihn zu Tode parieren. Oder ich nehme mir so Leer mit und bekomme übrigens noch eine Münze und hey, ich habe ja so eine Quest dann auch gemacht, also wäre wohl, ja, warum denn nicht, ne? Mach's gut. Mein Loot! Ach, egal. Die Glefe, die einst eine helle Bade war und später zu einer Glefe wurde und überhaupt und ja. Sieht man ihn von hier eigentlich schon? Nee. Heißt, ist das noch gar nicht da drin? Wird das Modell von Quinn erst reingeladen oder wie? Auch gut. Na gut, dann komm mal mit, ne? Ist Quinn echt nicht da drin? Nee. Ja gut. Dann halt nicht, ne? Ja, ich muss sagen, Dark Souls 2, der Ofen da, der Altar oder der Thron des Verlangens, nicht so schön wie das, und Dark Souls 3 ist allgemein einfach nur schräg und für mich unnachvollziehbar. Ich meine, klar, die Welt war doch hier auch am Arsch und irgendwie mein Loot. Die Welt war ja auch im Arsch und trotzdem, in Dark Souls 3 aber ja, die Welten, die ziehen sich zusammen und überhaupt und pipapo, und das war doch hier auch nicht. Finde ich irgendwie eine dumme Lösung, aber naja. Dann wollen wir mal auf.
Der ist schon tot. Calm down, Solaire. Tschüss. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir könnten auch einfach gehen, ne? Na. Und so. Und meine werten Damen und Herren, das war es nun, mein Let's Play zu Dark Souls 1 Remastered. Ja, jetzt haben wir das ja durch. Jetzt kann ich mich dann auf Lorne und so konzentrieren. Interessant, dass es hier alles osteuropäische Namen sind, hier wie Pavel und so weiter. Hätte ich gedacht, das wurde in Japan gemacht? Naja, vielleicht das Team, das das remastered hat. Ja, war mal ganz schön. Haben wir mal wieder gesehen. Dark Souls 1. Ha. Na gut, dann sagen wir mal Dankeschön fürs Interesse. Ich muss mal gucken, weil das nächstes Jahr kommt auf dem Kanal. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil vieles verschoben wurde und manches erst noch erscheint. Aber, ja, wird schon. Wird schon, wird schon. Ich sag dann auf jeden Fall schon mal Dankeschön für eure Unterstützungsarbeit. Und ich hoffe, es hat euch immer viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Projekt, beim nächsten Video oder mal gucken, was ich halt dann so, ja, was mir halt so einfällt. Ich bin dann mal raus. Die Maya auch. Mal schauen, wann wir uns das dann nächstes Mal wieder alle zusammen sehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis denn dann und ciao, ciao.